Know Who's Was by the Heli. Jetzt will er den Rucksack wieder nicht nehmen, ey. Also ganz oben liegt, glaube ich, eine Leiche. Ein Zombie. Nee, muss auf dem Dach liegen, glaube ich. Eben war auf jeden Fall schon einer bei uns beim Heli bei, wo wir abgeschmiert sind, Stummi. Da hat einer geschrieben, da war keiner mehr. Okay. Ihr seid jetzt alle in Elektro, oder? Nee, ich bin im Cerno. Leider bin ich in Elektro, ja. Ich habe eine M14 und eine SVD Carmo. Wo bist du denn? Ich bin jetzt 500 Meter vor Elektro. Oh nein, hier kommt einer rein. Zombie? Nee, Mensch. Das war auch so geil vorhin mit dem Andi, ey. Hast du ja schon erzählt? Wir waren in Tscherno drinne. Weißt du, ich bin unten in so einem Wohngebäude drin. In so einem Raum, wo die Treppe dann nach links, links so hoch geht, ja. Und Andi war oben. Und dann plötzlich gehe ich aus dem Raum raus, sehe, wie eine Person hochgeht. Ich dachte, Andi wäre das. Ich sag, Andi, bist gerade die Treppe an mir vorbeigelaufen. Nö, das war ich nicht. Ich so, gut, dann war das ein anderer Spieler, dreh dich schnell um. Da Oh. geht der Typ nach oben, Andi voll Dauerfeuer, der Typ gleich weggenascht. So. Bist du schon wieder raus aus der Ja, Nummer? Und was ja. war drin? Nur ein großer Rucksack mit nichts drin. Mit nichts drin, na egal, mein Rucksack. Liegt hier eigentlich rum in Elektro? Also hier oben, Sniperberg, Ellie da oben. Okay. So, ich gehe jetzt mal Richtung Schule. Gehst Richtung Schule. Ich finde das auch wieder klasse, dass das jetzt schon wieder Nacht wird hier. Ja, mehr kannst du mit Nachtsichtgerät nutzen. Ja, Glaube ich, die einzigste Waffe. Die anderen, die gehen dann halt nicht. wenn ich eins hätte, ja. Ja, das wäre richtig geil. Das wäre richtig geil. Wir hatten eben alles. Ja. Also ich kann mich jetzt nicht beklagen. Ich bin gut ausgerüstet. Nur weil einer das Inventar nicht bedienen kann, der andere seinen Helikopter nicht im Griff hat. Und was wir da gemacht haben. Also bei uns war das ja mehr, ich sag mal so, das war ja nicht eigenverschulden, würde ich mal sagen, ne? Der ist ja einfach nur reingeballert. Ja, stimmt, das war im Kampf Gut, ich weiß gestorben. nicht, ob du, wenn du Dauerfeuer darauf gegeben hättest, ob du den vielleicht vorher noch rausgenascht hättest, aber. Kobra, kannst du mir deine Koordinaten sagen? Ja. Warum ist meine Map jetzt schon wieder weg? Geht das Navi automatisch aus irgendwann? Ich bin bei 105 oben, 124 links. Okay. So, ich bin jetzt gegenüber vom Supermarkt ins Haus rein. Ist das normal, dass ich hier die ganze Zeit irgendwie Schritte höre? Krieg ich Paranoia oder Schleicht sich immer dran von hinten. Klaut ja dann deine Waffe aus dem Rucksack und erschießt dich damit. ja, das. Ist ja alles schon passiert. Würde ich merken, wenn ich plötzlich keine Waffe mehr habe. Obwohl, nee, ich habe eine AK hinten drin, die Im kann ich Rucksack, mitnehmen. genau. Hab ich mal bei YouTube gesehen, das war recht nice. Das habe ich aber auch schon mal fast geschafft. Weißt du noch, du mit dieser Cheater? Der steht in einer Feuerwache drin, ich gehe hinten ran, nehme eine Waffe, will auf ihn schießen, bringt gar nichts. Dann sagt er, du klaust mir meine Waffe aus dem Rucksack, jetzt werde ich dich kaputt machen. Und was war dann plötzlich? Ich renne, der schießt, bumm, tot. Dann hat Stummi den gesehen, dann hat er irgendwie so einen Cheat gehabt, dass er mit seiner Waffe direkt an Stummis Kopf kleben geblieben ist. Okay. Bumm, und schießt den Stummi auch noch weg. Das ist ja Assi. Ja. Ja, das sind hier schon komische Menschen. So, einmal laufe ich jetzt noch zum Supermarkt und dann ist das auch schon wieder nix hier. Ja, es sind aber so einige Spieler hier drauf. Wundert mich, dass ich hier keine Sau mehr sehe gerade. Machen die jetzt alle Picknick? Ich weiß auch nicht, wo die immer alle sind. Im Flugfeld war keine Sau vorhin. Die M19 ist besser als die Pistole, ne? Die M19, weiß ich nicht, ob die besser ist als der Revolver. Ja. Ich glaube, beleidigt vom Schaden, glaube ich, fast beide gleich, oder? Ja, das sind beide gleich. Und du kannst die Munition wechseln damit. Wie viel Schaden macht die Armbrust? Weiß ich nicht. Keiner will hier in die Feuerwache rein, glaubst du das? Komm jetzt hoch zu dir, Cobra. Nicht schießen, wenn dir jemand mit einer 14 siehst.
Du hast eine M14? Ja, und noch eine SVD Karma. Ach, die wir vorhin im Truck gesehen haben, ne? Ja, genau. Wo hast du die her? Ist da jemand abgeschmiert oder was? Wie war das jetzt? Hab ich doch gerade gesagt, das sind Flugzeuge und ein Heli. Die sind zusammengeflogen, sag ich mal. Und das direkt vor dir auch noch? Ja, ja, und die sind halt rausgefallen dann. Und dann habe ich die Leichen gesnackt. Ja, Glück muss man haben, ne? Ja. Oh, na, Sahne, bei mir schießt einer und ich bin jetzt hinter dir. Das hört man aber ganz gut eigentlich. Okay. Oh, geil, hier ist ein Heli abgeschmiert. Auf meine Sniperwaffe wechseln? Muss man dahin, wo der Münzer abgeschmiert ist, da müssen noch eine AS-50 liegen. Genau. Also von unserer Position, ne, wo wir den Little Bird noch haben, sind noch 10.000 Meter. Ach nee, ist gar keiner abgeschmiert, der hat den mal kurz mit Cruise Missiles reingeschossen. Wo gehst du jetzt hin, Münze? Ja. Warum? Achso. Geil ist, wenn man zu zweit hier liegt, dann kannst du richtig von beiden Seiten im Beschuss nehmen hier. Ja. Supermarkt. Ich geh mal kurz eine rauchen. Supermarkt sehe ich auch keine Sau. Doch, im Supermarkt bin ich jetzt gerade drin. Ja? Ja. Gut, dass du das sagst, sonst hätte ich dich fast erschossen. Aber ich hab dich noch nicht gesehen. Hinten rennt einer an der Feuerwache, an der hinteren. An der hinteren? Ja. Rennt jetzt in die Stadt rein. Jetzt ist er in einem Haus. Müsste jetzt eigentlich bei dem Schulgebäude da rauskommen. Man ist auf der Straße noch, ne? Ja, ja. Jetzt sehe ich ihn auch gerade nicht mehr. Nee, ich auch nicht. Hat er auch eine Waffe. Naja. Ja. Also aus der Entfernung. Dass er jetzt bei mir reinkommt. Das kann's haben, Andi. Warte, ich guck auf die Tür. Bist du das da noch im Supermarkt oder bist du draußen? Kommt einer rein, Andi. Nee. Ich bin im Supermarkt. Aber vor der Tür ist einer. Vor der Glastür? Nein, hinten. Oh, hinter. Der hat mich abgeknallt. Scheiße. Der Wichser. Was, zwei Stück sind da? Da ist noch ein Bandit. War das ein Bandit? Ja. So, Münze, dann halt mal auf die Dings drauf. Wie hoch muss ich anvisieren hier? Wie weit wird das denn entfernt sein? Keine Ahnung, ich denke mal so 400 Meter. Du hast so einen Rangefinder. Muss ich dann Punkt anziehen, weil wir liegen ja auch höher. Ja, schick ihn höher. Ich glaube, ich sehe seinen Kopf da. Ohne Scheiß, Arschloch, ey. Ne, noch höher. Der. Kleiner Bastard. Ich hab noch nicht mal die Schüsse eben. Nicht. Siehst du ihn nicht? Nein. Zombies kommen ja nicht so schnell hoch, wenn wir schießen, ne? Nee. Ich muss ziemlich hoch anzielen. Das sind 600 Meter ungefähr, denke ich mal, von hier oben, oder? Oder hast du mit dem Rangefinder geguckt? Nee, ich habe vorhin mal geguckt, zwischen 500 und 600, ja. So, irgendwer rennt da ein Typ? Irgendwem rennt die hinterher da? Ja, da muss er irgendwo hin rennen. Ist aus dem Supermarkt? Der ganz weit ferno. Irgendwer schießt da. Er ist gerade in die Feuerwache, in das Schulgebäude oder Bürogebäude reingerannt. Ja, vielleicht kommt der gleich nach oben. Kannst du von hier auch schießen? Ja. So, dann mach du das mal. Warte, ich guck mal kurz mit dem Rangefinder. Ich messe die Entfernung kurz ab. 570 Meter ungefähr. Bis oben aufs Dach. Okay. Unten wird scharf geschossen. Hörst du das? Oh, hinten kommt ein Heli. Was ist das? Rote Punkte fliegen auf mich zu? Nee, das ist Licht vom Heli. Der kommt direkt über uns. Aber der sieht uns nicht, ne? Nee. Mal nicht. Um
hier vorweg. Stummi? Weiß ich nicht. Guckst du immer noch auf Schulgebäude? Ja, aber ich sehe niemanden. Nicht, dass er. Meinst du, er weiß, wir liegen hier oben? Kann auch sein, dass er jetzt rundherum gerannt ist und kommt jetzt von hinten irgendwie an uns ran. Musst du mal ein bisschen links im Auge behalten. Ja. Und? Seid ihr noch am Leben? Doch, ja. Komisch ist wirklich, dass wir es schaffen, am Anfang immer 5 bis 8 Stunden zu überleben. Und sobald wir mal irgendwas besitzen, eskaliert das immer so. Das ist keine, das dauert keine 5 Minuten. Das ist alles tot, alles weg. Weißt du, woran das liegt? Na? Das liegt dann daran, dass wir übermütig sind. Oh, Zombies hier oben, ne? Bei dem vorsichtig zu sein. Auf wen schießt du? Zombie bei dir! Auf den Zombie bei dir, neben dir ein Zombie! Ja, ja, ich schieß auf den Heli. Neben dir ist ein Zombie! Neben dir ist ein Zombie! Komm hier hoch! Aber ich wurde eben in den Elektro abgeknallt. Boah, der flackt hier rein. Schießt der hier bei uns rein? Ja, ja, der schießt bei uns rein. Mich hat er auch getroffen mit dem Explosionsding. Muss da wegrennen schnell. Blute nehme ich. Schießt du? Nee. Schieß den auf mich, ich bin gleich tot. War bestimmt der Typ. Fuck, Junge. Hat dich erschossen? Noch. Bin gleich tot. Ich renn mal ein bisschen weg. Ich bin tot. Schlecht. So, ich werde mich dann noch verabschieden für heute. Aber eigentlich ganz lustig. Reicht ja dann auch. Jo. Noch umgenugt. Ja, ich werde noch ein bisschen weitermachen. Kannst du ja nochmal eine Heli zusammenbauen. Ja. Das ist ein in Tscherno ist nichts los. Mich würde mal interessieren, ob der Typ jetzt gedacht hat, dass Münze ich war oder so, weißt du? Dass da nur einer war. Ja, ne, dann warte mal noch ein bisschen ab und vielleicht kannst du dann meine Leiche. Hättest du auch so eine M14 AIM, die ist eigentlich ganz cool für diesen Spieler, wenn der halt durch die Städte rennt. Ich bin jetzt ganz unten am Berg. Meinst du, das war der Typ, der unten war vorhin, ja, ne? Ich denke schon, weil da kam nämlich von links. Der wird bei den Schulgebäuden dann so vorbeigerannt sein durch und dann kam der, da kam irgendwie den Berg hoch. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Aber ich habe gehört, von wo die Schüsse kamen. Ich liege jetzt ganz unten an der Hauptstraße im Gebüsch. Okay. Ja, da habe ich noch weit nach dir. Irgendwen höre ich hier noch auf. Warte mal. Erstmal habe ich einen Schuss gehört und ich habe auch irgendwas laufen gehört. Hier läuft was. Ich überlege, wo ich jetzt hinlaufe und mich mal verpiss. Im Dunkeln ist schon nervig hier. Meinst du, ich soll aber mal wieder hochrennen? Oh, der Heli ballert da schon wieder rum. Warte lieber noch ein bisschen. Weil der Typ muss ja irgendwo da noch rumrennen, der mich gerade weggesnackt hat.
Um Helischießen lohnt sich auch nicht, ne? Wenn er nah genug dran ist und wenn er vielleicht im Autohover ist oder so. Musst halt, der fliegende Helis schießt mit der DMR, musst du halt extrem vorhalten oder ein ganzes Stück und dann halt wirklich hintereinander rausrotzen, damit du durch Glück vielleicht mal einen Schuss triffst. Den Piloten rausschießt. Oh, ich bin tot. Der hat sich von, der hat sich von hinten an mich rangeschlichen. Ja, ja. So, meine Freunde, der ist besser wie. Du bist so ein Lolli, ey.